Nein, lol, wir lassen die in Ruhe. Die machen Dota jetzt. Aus Warcraft 3 machen die mit Dota. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Level Design scheint sehr okay. Gut, gut. Dann machen wir ein neues Spiel jetzt. Ein Thema wählen. Hier, wir machen Rohr 2 jetzt. Wir haben ja jetzt schon unsere etablierten Spielemarken. Rohr 2. Verstopfung. Kein Problem. So. Genre wählen. Was war Rohr nochmal? Simulation, gell? Ja. Plattform wählen. Ja, jetzt ist die Frage, wo? Ah, wieder auf dem PC kommen. Spielengine, Frostfart Engine 2. Ja, komm. 3D, es muss 3D sein. Ich habe keinen Bock auf 2D. Was? Oh shit. Was ist das denn, Alter? Geil, Alter. Geil. Ich weiß nicht, was das bringt. Achso, so viele Leute sind da schon hingegangen. Oha, übertreib. 69.000 Menschen sind zu unserem Stand gekommen. Top 100 nicht? What the fuck? Okay. Alter, unsere Engine schon ist. Hallo, ich bin Denise Reed, die Chefentwicklerin des Fangames von Marsgötter der Novensilis. Ich habe kürzlich erfahren, dass Ihre Rechtsabteilung Ihnen nahegelegt hat, gegen uns vorzugehen, und ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass ich Ihnen sehr dankbar dafür bin, dass Sie sich dagegen entschieden haben. Electronic Arts ist das beste Unternehmen der Welt und ich bin stolz darauf, ein Teil der Fangemeinschaft zu sein. Danke. Wir haben... Boah, nice. Hä? Hey. Der Smiley. Hype 10, Hype 13. So. Ja, perfekt. Playsystem. Ah, jetzt kommt das Playsystem neu. Oh shit. Anscheinend hat das Unternehmen sein Prototypen-Playsystem komplett überarbeitet, nachdem Nintendo das Projekt abgebrochen hat. Das neue Playsystem ist 32-Bit-Prozessor. Nice. Experten von der sind, dass sich der Beginn einer neuen Generation von Spielekonsolen sein könnte. Nintendo lehnte eine Stellungnahme ab. Die Playsystem kommt in 2 Monaten auf den Markt. So, warte. Neue Forschung verfügbar. Fortsetzungen. Warte. Marketing. Kleine Kampagne. Da machen wir lieber Zeitschriften und Demos. Hype 39, Alter. So. Oha. Der Hype. Der Hype ist real. Ciao Leben, was wird das für ein sickes Spiel? Das kann doch nicht sein. Alter. Alter. Alter, Rohr 2. Rohr 2 eskaliert. Yeah, Level 3. Level 3. 3D wird jetzt auch auf Level 2 kommen. Yeah. Arne Johnson ist auch besser geworden. Geil, Alter. Einfache Zwischensequenzen, bessere Dialoge. Alles klar. Jetzt bin ich gespannt. Rohr 2, Verstopfung, kein Problem. Es wird eine 8. 7. Das war schlecht. Es wird eine 8. Sehr unterhaltsam. Aha. 7. Ja. Und das wird eine 8. 9. Ne. Ne. Nice. Spielehistorien. Ne, wir wollen einen Spielebericht. Hä? Hä? Hallo? Mach mal einen Spielebericht, du Lappen. So, jetzt schauen wir mal, wie das sich verkauft. Ja, nicht schlecht. Dafür, dass es so fett gehypt wurde, hat es sich nicht so gut verkauft. Sound, okay, das wissen wir schon. Alles klar. Arne Johnson ist immer noch neu im Team. Noch ein paar Spiele und dein Team bekommt ein größeres Potenzial. Alles klar. Wir haben nicht so viel Geld damit gemacht. Auftragsarbeit machen wir gleich wieder.
Damit wir halt mehr Forschungspunkte bekommen. Logo-Animation. Dankeschön, Schnauze. Nochmal Arbeitsauftrag. Ich will einfach dieses V3 von 2D erforschen. Danke. Auftragsarbeit, gib. Strategiespiele. Oh! Das ruft nach einem Rise of Hitler 4, aber das ist zu früh, Mann. Das ist zu früh. Ja, ist okay jetzt. Warte, Mann, jetzt. Warte, ich forsche mal kurz. Ich forsche. Das sind mittlere Spiele, Alter. So, dann forschst du mal. Einfache Zwischen. Mittlere Spiele. Was? Geil, mach bessere Dialoge. Dann machen wir ein neues Roleplay-Game am besten. Mass Effect 2 machen wir. Es wurden 101.000. Auch ordentlich. So. Bessere Dialoge. Fertiggestellt. So. Fortsetzung entwickeln. Warte. Was war das? War das ein Rollenspiel? Ne, Wirtschafts... Na, Mass Effect. Jetzt wird's feucht. So. Mass Effect 2. Wasserfall. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich weiß es nicht. Es tut mir leid, okay? Es tut mir leid, verdammte Scheiße. Yo. Da, Rollenspiel, ne. Oder? Machen wir lieber hier. Gut, Spielengine Frostfart 2. Machen wir 2. Nee, 3D muss schon sein. Wird gestartet. Haben keine Punkte am Anfang bekommen. Das ist aber sehr wichtig, die Story und Quests. So. Okay, ich glaube, das Spiel wird nicht so geil. Der Hype. Ah, der geht. Dialoge, Level Design ist auch wichtig. KI eher weniger. So. Von Zeit zu Zeit brauchen deine Mitarbeiter Urlaub um neue Kraft. Du kannst feststellen, ob eine. Okay. Na, der ist aber voll. Da muss ich in Urlaub. Grafik. Spielwelt. Sound. Marketing. Komm, wir gönnen uns, okay? Wir wollen, dass Mass Effect 2 richtig Party macht. Boah, das war voll teuer, Mann. Hype 40. Jetzt warten wir erstmal. Die sollen ein bisschen verbessern, das Spiel. Komm, gib mir ein besseres Spiel. Gib mir ein besseres Spiel. Noch ein bisschen. Ja. 53.000 monatliche Kosten. Ja, geht. Warten wir mal ab. Was es bringt. Okay. Ah, wir wollten noch ein GTA machen, gell? Jetzt bin ich gespannt. Es wird eine 7. Lol, ich bin einfach gut. Also ich bin einfach gut. 6, ja. Ich mag es. Ich mag es. Zeigt Potenzial. Mami, mein Arsch tut weh. Ihr Missgeburten. Ich hasse euch. Ich gebe mir so viel Mühe und so viel Schweiß und. Es tut weh. Oh, in der zweiten Woche verkauft es sich besser, nice. Okay. Danke. Danke für die Info, Mann. Danke für die Info. 30.000, boah, das ist ja richtig low. Naja, dann machen wir den. Der soll einen Spielbericht erstellen. Und wir trainieren uns mal. Spieldesign für die. Was zur Hölle? Unfertiger Code. Hier. Schicken wir uns auf ein Training uns selbst. Ich will halt nicht noch ein weiteres Rise of Hitler rausbringen und das dann auslutschen, weißt du, was ich meine?
Unsere Analyse nach dem... Okay. Spiel... Level-Design ist sehr wichtig. Vena und Rollenspiel geht. Und der Rest ist gut. Vena wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Lol. Okay. Den können wir direkt in Urlaub schicken. Gut. Danke. Wow. Geil. Game Convention, mittlerer Messestand. Wann ist die? In 4 Wochen wieder. What the fuck? Oha. Machen wir mittleren Messestand. Und direkt ein neues Spiel. Warte, schnell. Hallo? Du Missgeburt. Neues Spiel entwickeln. So. Wir müssen ja das mitnehmen, weißt du? Kampfsport. Ne, warte, warte, mal eine Fortsetzung. Von dem Kampfsport-Dinger, warte kurz. Fortsetzung von, wie hieß es? Fight in my pants. So. Achso, die Konsole gibt es doch gar nicht mehr. Hier, Alter, auf der Play-System wird es richtig geil. Das wird eskalieren. Ja, okay. Mann. Wie teuer, das gibt's doch nicht. Erwachsene, das wird... LOL. Fight in my underpants. Alter, jetzt, das wird mega nice. Das wird zu so einem Mortal Kombat, weil wir haben es jetzt für Erwachsene gemacht. Entwicklung starten. Scheint, dass sich der Markt... Okay, es gibt keine starken Trends. Das ist gut. Story weg. Tschüss, tschüss. Okay, mal schauen, ob wir das alleine so gut hinkriegen. Ah, der ist wieder da. Aber der macht nichts. Ja, doch, jetzt. Doch, der hat einen Bug produziert, der Lappen. Mal schauen. Fight in my underpants. Na, besser als letztes Mal jetzt. Das reicht schon. 78.000, nicht schlecht. Wir sind wieder nicht unter den 100. Ja, ja, komm, sei leise. Dafür, dass wir so viel Geld ausgegeben haben. So, Hype 24. Danke. Vena, Gier. Weniger, so. Sound, ja, ist auch wichtig auf jeden Fall. Warte, Marketing. Boah, das ist zu teuer. Das ist zu teuer. Verdammt. In der Zeit sind ja noch Zeitschriften und Demos richtig. 82er Hype. Digga, was? Wie hoch kann es denn gehen? Könnt ihr es noch ein bisschen verbessern? Nur ein bisschen? Ein Punkt? Ja. Danke. Nice, Alter. 29 in Technologie ist schon nice. Fight in my underpants. Der Nachfolger von Fight in my pants. Wird er die Massen überzeugen? Das erfahren wir gleich. Wir haben nicht mehr viel Geld. Oh, jetzt bin ich gespannt. Habe es tagelang gespielt. Geil, danke. Actionspiele funktionieren gut auf Play-System. Komm, gib mir... Ah, sehr unterhaltsam, nicht schlecht. 8 ist gut. Ich mag 8. Tolle Fortsetzung. Dankeschön. Dankeschön. Kinos, nee. Oh, sie... Oh, nicht schlecht. Okay. Das neueste Spiel der Serie heißt Fight in My Underpants und wurde mit großartiger Bewertung auf dem Markt aufgenommen. Kritiker lobten, dass Fight in My Underpants eine neue Engine benutzt. Ah, das ist geil. Gut zu wissen. Also neuere Engine benutzen bringt die Kritiker zum Schweigen. Wir haben aber übel wenige Forschungspunkte, Mann, das gibt's doch nicht. Machen jetzt mal ein paar Auftragsarbeiten. Wir sind im Jahr 9. Insgesamt 35 Jahre. Okay, ausgezeichnete Arbeit, Auftragsarbeit. Dann schicken wir den gleich mal in Training. Spieldesign für Piraten, weil der im Design ja nicht so gut ist, weißt du. Ja, das bringt es halt so. Der hat jetzt schon 11 Punkte oder so. 13. 20 Punkte in Design bekommen. 27.
29. 30. 100.000. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Auf jeden Fall. Aber der verdient zu viel, Mann. Der Arndt Johnson. Golden Chest. Okay, danke. Warte, du. Spielbericht, danke. Du, Training. Unfertiger Code. Technologie, ah, das ist gut. Derzeit scheint der Markt besonders gut auf Spiele mit neuen Themen zu reagieren. Okay. Was das heißt, keine Ahnung. Sound ist sehr wichtig. Dialoge, ja, ich weiß. Und Dankeschön. Dann machen wir mal. Forschung. Einfache. Oh, das ist geil. So. Wir warten jetzt erstmal, bis der fertig ist. Und dann fangen wir an mit einem neuen Spiel, einem neuen Thema. Das wird dann ein. Ich weiß nicht, was soll das werden? Neues Spiel. Schauen wir erstmal die Themen an. Was haben wir schon gemacht? Haben wir eigentlich schon alles gemacht, gell? Haben wir halt echt alles gemacht. Wie wär's denn, wenn wir... Nein, es geht nicht. Wir müssen noch eine Auftragsarbeit machen. Fuck. Was machen wir jetzt? Shit. Platz 8. Platz 77, okay, wie schlecht. Platz 11, nicht schlecht. Oha! Rise of Hitler 3 war auf Platz 1. Alter, ich... Beste, okay. Gut, ja, egal. Ich würde sagen, das war's dann für diese Aufnahme und für heute. Nach diesem Angebot. Ein paar entscheidende Systeme. Ach komm, tu dein Wargames, wenn du. Oha. Na klar, du Depp. Ich bin auch behindert. So. Ich speichere jetzt. Tschüss. Okay. Also. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen und angenehmen Tag. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Game Dev Talk.